Heute sind wir wieder beim Autohaus Hartwig im Gewerbegebiet Grützow-Wismar-Ost. Die Kfz-Profis haben wieder Neuigkeiten für uns. Zum einen geht es um einen rasanten Gebrauchten, dann um die Vorsorge für ihre Klimaanlage und last but not least um das Porträt einer passionierten Autohändlerin. Wenn wir an Renault denken, denken wir an Komfort. Wir denken an familienfreundliche Autos. Aber Renault kann auch anders. Das beweist der Renault Megane TCE 300 RS Trophy. Wobei RS für Renault Sport steht. Hören Sie das? Der klingt nicht nur sportlich, der klingt böse. Besonders macht ihn das Fahrgefühl, dass er von unten heraus durch den Turbo, den er drauf hat, sehr schnell, auf Deutsch gesagt, aus dem Quark kommt. Und ja, also für mich, wenn ich den fahre, ist es ein unbeschreibliches Gefühl. Es kommt, ja, zwar nicht an einem Porsche dran vielleicht, aber es fährt sich besser oder er fährt sich besser als andere. Ja, Maria weiß, worum es geht. Das ist kein normales Auto. Allerdings hat der Renault RS natürlich alles zu bieten, was ein modernes Automobil so auffahren kann. Eine Testfahrt mit diesem Kraftpaket beweist das. Von 0 auf 100 in gefühlt 6 Sekunden. Das hat unseren Jungs Spaß gemacht. Am liebsten hätten sie den RS auch gleich als Dienstwagen behalten. Der Vorführwagen hat übrigens einen annehmbaren Preis bei bester Ausstattung. Zu erfragen bei ihrem Renault-Händler Autohaus Hartwig. Bei unserem Werkstattbesuch im Autohaus Hartwig geht es auch um die Klimaanlage. Bei den Extremtemperaturen der letzten Tage muss auf das Gerät Verlass sein. Gerade beim Autofahren nicht vorteilhaft, wenn das Gerät mal ausfällt. Ein Klimaservice-Gerät, wie hier im Bild, dient nicht nur der Wartung. Wenn ich so einen Totalausfall habe von meiner Klimaanlage, was mache ich dann? Am besten zu uns ins Auto auskommen. Da wird die Klimaanlage dann mit Stickstoff abgedrückt und dadurch können wir dann das Leck feststellen. Dann machen wir Kostenvoranschlag und reparieren es dann. Ja. Mit was muss man ungefähr rechnen, kostenmäßig, wenn ich meine Klimaanlage mal neu auffüllen muss? Also es kommt darauf an, was für ein Kältemittel. Es gibt ja heutzutage zwei Kältemittelarten. Die unterscheiden sich preislich schon ein bisschen. Ich gehe mal jetzt von dem neuen Kältemittel aus. Da ist eine Klimaanlagenwartung mit komplett Absaugen und Neubefüllen um und bei 190 Euro. Wie oft sollte man sowas machen in der Geschichte eines Autos? Gibt es da so bestimmte Intervalle? Ja, es gibt keinen festen Intervall dafür. Aber man sollte schon alle zwei Jahre einmal zur Kontrolle kommen. Man sagt um und bei 20% Gas pro zwei Jahre verdunsten durch die Plastikschläuche. Das ist schon besser, dann alle zwei Jahre einmal zu gucken. Dennis Hartwig ist gelernter Kfz-Mechatroniker. Er hat Erfahrung mit Klimaanlagen. Sollten Sie Ihr Auto beim Autohaus Hartwig warten lassen, gehört der Austausch der Reinigungsfilter der Klimaanlage natürlich dazu. Aber sollte die Anlage durch eine mechanische Beschädigung mal leck sein, kann man über das Klimaservice-Gerät nicht nur die schadhafte Stelle finden, sondern das Kühlmittel austauschen und klimafreundlich neu befüllen. Das Autohaus Hartwig punktet nicht nur mit den angebotenen Autos, auch die Mitarbeiter sind top ausgebildet. Eine von ihnen ist Maria Glaser. Wir sind ihr schon begegnet. Das Auto beschäftigt Maria schon seit ihrer Kindheit. Ich habe schon immer als kleines Kind mit meinem Papa in der Garage an Autos und Motorrädern so ein bisschen rumgebastelt, sage ich jetzt mal. Also Papa hat eigentlich immer die größeren Sachen gemacht, ich habe nur daneben gestanden und zugeguckt. Und als es dann soweit war, dass ich mich für eine Ausbildung umsehen musste, bin ich einfach mal persönlich hergegangen und habe gefragt, ob mich jemand ausbilden würde. Und der Herr Hartwig hat ja gesagt. Aus ihrer Begeisterung hat Maria beim Autohaus Hartwig ihre Profession gemacht. Mädchen- und technische Kfz-Berufe sind heute nichts Besonderes mehr. Aber Marias Antwort, warum ihr Lehre und Job Spaß machten, überrascht dann doch. Also mir hat
so doof wie das klingen mag, das Dreckigsein Spaß gemacht. Also man brauchte sich nicht vorsehen, nicht aufpassen, dass man dreckig wird oder so. Man war notgedrungen dreckig. Und halt zu verstehen, wie die Technik funktioniert, dass man auch gewisse Sachen mal alleine machen kann. Wenn ich das sehe, meine Freundinnen beispielsweise, die müssen immer irgendwen anrufen. Meistens haben sie dann mich angerufen. Maria, kannst du mal? Bei mir ist was kaputt. Ich konnte es dann dementsprechend alleine machen. Und der tolle Nebeneffekt dabei ist einfach, dass man viel Geld gespart hat. Die gelernte Kfz-Mechatronikerin erhielt durch das Autohaus Hartwig die Möglichkeit, sich berufsbegleitend zur Automobilverkäuferin zu qualifizieren. Die Ausbildung absolvierte sie mit sehr gut. Autoverkauf ist für sie Vertrauenssache. Ich hoffe natürlich, dass die Kunden sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Ich versuche das auch alles immer auf so einer freundschaftlichen Basis aufzubauen, weil das auch eine Vertrauenssache ist, sag ich mal, sein Auto hier zu kaufen. Ich erkläre gerne unsere Techniken und bin Tag und Nacht eigentlich gerne für die Kunden da. Wer Maria kennt, weiß, dass das keine leeren Worte sind. Sie lebt ihren Job und bringt viel Expertise mit. Sie weiß als ehemalige Kfz-Mechatronikerin um die Technik und hat das Einmaleins des Automobilhandels gelernt. Besuchen Sie das Autohaus Hartwig im Gewerbegebiet Kritzow-Wismar-Ost. Hier finden Sie sportliche Automobile, kompetenten Werkstattservice und Mitarbeiter, die wissen, was sie tun.